Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall. Ich bin ein unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und soeben habe ich einen bestimmt köstlich schmeckenden Pfefferminztee-Kredenz bekommen. Das ist die Voraussetzung für ein gutes Gespräch und dieses werde ich heute mit Marc Friedrich haben, der zusammen mit Matthias Weig die Bücher Der größte Raubzug der Geschichte und Der Crash ist die Lösung verfasst hat, welche beide jeweils zu Spiegel-Bestsellern wurden. Vor kurzem wurde nunmehr beim Eichborn Verlag das neueste Werk von Weig und Friedrich veröffentlicht, Kapitalfehler, wie unser Wohlstand vernichtet wird und warum wir ein neues Wirtschaftsdenken brauchen. Hallo Marc. Ja, hallo Lars. Bevor wir auf euer neues Buch blicken, zunächst ein Blick in den Rückspiegel. Im Juni 2014 unterhielten wir uns über eure These, der Crash kommt und das ist auch gut so. Unter diesem Titel wäre das Interview auch im Internet zu finden. Nun, der Crash blieb bis dato aus, fragt sich, woran liegt's? Ja, das ist eine gute Frage. Ist der Crash wirklich ausgeblieben? Denn wenn man die ganzen Warnsignale sieht, seit Juni 2014, seit unserem Gespräch, muss man doch schon anerkennen, dass wir eigentlich in der Salamitaktik eigentlich schon im Crash leben, ne? Also wir haben Sachen erlebt, also nicht nur geopolitisch, sondern auch wirtschaftlich. In der Zwischenzeit haben wir eine Nullzinsphase, ne? Und wenn es Europa wirklich so gut gehen würde, wieso hat EZB-Chef Draghi denn das Aufkaufprogramm ausgeweitet, ne? Auch auf Unternehmen und sogar noch erhöht auf 80 Milliarden Euro pro Monat. Also so gut kann es um Europa nicht stehen und um die Wirtschaft. Wir hatten zwischendurch auch natürlich einen Börsenkorrekturphasen. China hat stark geschwächelt. Aber nichtsdestotrotz denke ich nach wie vor, dass der Crash die Lösung ist. Und der Crash wird kommen, denn es ist mathematisch bedingt, da unser Finanzsystem ja eine mathematisch begrenzte Lebensdauer hat. Und nach wie vor, das Haltbarkeitsdatum hierfür ist 2008 definitiv abgelaufen. Und seitdem versuchen alle Protagonisten in der Notenbankpolitik, aber auch in der Politik, das System, das nachweislich gescheitert ist, künstlich am Leben zu erhalten, mit demokratisch äußerst fragwürdigen Mitteln, aber natürlich auch mit Rettungspaketen, finanziert durch die Steuerzahler in immensen Höhen und natürlich durch die finanzielle Repression wie Nullzinsphase etc., die weltweit immer mehr Trend findet. Und dahingehend möchte ich ganz klar sagen, ich denke, der Crash ist schon eigentlich im Gange, nur bekommen wir ihn häppchenweise serviert und es ist wie der Frosch im heißen Wasser. Man kennt diese Metapher, der fühlt sich wohl im Topf, ne? Und dann wird die Temperatur langsam nach oben gedreht und irgendwann ist es zu heiß, dass er rauskommt und dann ist der Frosch tot. Und ich fühle mich momentan, oder wir alle sind momentan sozusagen dieser Frosch und man muss halt dieses Puzzle zusammensetzen und die Warnsignale erkennen, die durchaus deutlich überall auf der Welt zu finden sind. Und deswegen, ja, der Crash ist leider im vollen Gange und die These, glaube ich, ist leider Realität. Ein anderes Bild als Herr Frosch könnte ja auch sein, dass wir uns in einer Art Hurricane-Auge befinden, will meinen, im fast windstillen Zentrum eines Wirbelsturms. Das muss man auch erstmal mitbekommen, was dann so um sich herum passiert und dreht. Ja, absolut wunderschöne Beschreibung, weil es ist wirklich so, wir haben uns in den letzten 7, 8 Jahren seit Lehman Brothers, ne, seit diesem Meltdown, haben wir uns de facto lediglich teuer Zeit erkauft. Wir erinnern uns damals an die Politiker, die uns versprochen haben, schwitzend in die Kameras rein, wir werden die Banken zerschlagen und wir werden sie an die Leine nehmen. Von dem ist relativ wenig passiert, das wissen wir. Ganz im Gegenteil, weltweit haben die Finanzmärkte sich weiter aufgeblasen durch das viele billige Geld. Auch die Bilanzen der Banken sind weiter angestiegen und wir haben uns lediglich teuer Zeit erkauft, ne? Die Aktienmärkte sind wieder hoch und draußen dreht sich weiterhin die Welt. Es gibt Brot und Spiele und die Menschen erkennen vielleicht die wesentlichen Punkte gar nicht. Aber für mich ist es ganz klar, dass die Halbwertszeit der Rettungspakete immer kürzer wird, dass die Warnsignale immer heftiger werden, vor allem auch geopolitisch, ne, aber auch wirtschaftlich. Und wir erleben gerade momentan ein Notenbankexperiment par excellence, vor allem in Europa mit dieser Nullzinsphase, das es so zuvor noch nicht gegeben hat. Und man darf nicht vergessen, das Aufkaufprogramm der EZB ist bei über 1 Billion Euro. Und irgendwann wird die Luft aus diesen Blasen rausgelassen werden, weil wir haben definitiv Blasenbildungen an den Aktienmärkten, an den Immobilienmärkten und die Notenbanken müssen eine Finanzmarktblase nach der anderen kreieren, um dieses Geldkarussell überhaupt noch am Laufen zu erhalten. Und das sollte uns alle sehr, sehr nachdenklich stimmen. Und daher finde ich die Metapher sehr schön. Wir sind tatsächlich sozusagen im Auge des Hurrikans. Ja, und irgendwann werden wir mit der Realität konfrontiert werden und wir können sie einfach nicht länger ignorieren.
Die Frage ist ja, in welche Richtung sich der Hurricane entwickelt und oder zieht. Und wie Zentralbanken das eventuell beeinflussen können, ist ja gerade durch den Zins. Nämlich sie können dadurch Einfluss nehmen auf die ja, Geldverteilung. Kannst du darauf ein wenig eingehen? Ja, gerne. Also momentan ist es einfach so, dass, also für mich als Ökonom ist es eine Farce, was momentan passiert, schon ein Albtraum, weil die EZB hat sich auf ein Terrain begeben, was unbekannt ist. Und wenn man auch die EZB fragt, und wir haben ja für das Buch Kapitalfehler mit der EZB Kontakt aufgenommen und wollten auch wissen, was ist denn eigentlich der Plan B, da merkt man relativ schnell, es gibt keinen Plan B. Das ist der Plan, ne? Und der wird durchgezogen. Und da geht es einfach um Umverteilung von oben, von der Mitte nach ganz, ganz oben. Und wir, die normalen Bürger, müssen halt dafür jetzt die Zeche zahlen für diese Krisenkosten. Und die Banken, denen geht es ja besser wie je zuvor, und als Krisenverursacher sind sie ja sogar Krisengewinner. Und bei dieser Umverteilung ist es momentan so, dass die Südstaaten Europas, die ja Rekordarbeitslosenquoten haben, Rekordjugendarbeitslosigkeitsquoten haben, die Rekordstaatsverschuldung haben und eine Industrieproduktion, also von Portugal bis rüber nach Griechenland von, ja, vor 20, 30 Jahren haben, muss man doch leider anerkennen, Südeuropa ist de facto bankrott und kann nur noch durch Subventionen, vor allem aus Deutschland, am Leben erhalten werden. Und es ist paradox, aber zum Beispiel Italien oder auch Spanien können sich so günstig wie noch nie zuvor an den Kapitalmärkten mit frischem Geld versorgen, obwohl sie Rekordnegativquoten haben. Und das führt ja unser eigentliches Finanzsystem und auch der Auftrag des Zinses ad absurdum. Und deswegen wird momentan viel, viel billiges Geld sozusagen in den Süden transferiert, um Südeuropa am Leben zu erhalten. Und damit macht Draghi natürlich seinem Land Italien eine Gefälligkeit, aber auch natürlich den anderen Südstaaten und vor allem natürlich auch den Banken in Südeuropa, weil die haben natürlich richtige Probleme. Wir wissen ja, Italien hat jetzt eine Bad Bank gegründet. Man spricht von über 300 Milliarden Euro, die da ausgelagert werden und auf die Bürger abgewälzt werden. Im Endeffekt natürlich auch auf die europäischen Bürger, nicht nur auf die Italiener. Und dahingehend sieht man, ne, es wird einfach immer mehr Geld gedruckt, immer mehr Geld ins System gepumpt, um den Status quo überhaupt noch aufrecht zu erhalten und nicht vor dem Zusammenbruch vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Jetzt stellt sich dann vielleicht auch die grundsätzliche Frage, was ist Geld und liegt beim Geld schon der Fehler schlechthin im Gesamtsystem? Ja, haben wir versucht, im sechsten Kapitel unseres Buches zu eruieren. Und wir haben einfach mal festgestellt und auch andere Quellen herangezogen, dass Geld eigentlich was ganz anderes ist, als wir immer gedacht haben, ne? Ich frage dich mal, Lars, was ist für dich Geld? Hui, eine Münze mit dem Kaiser drauf. Ja, und was noch? Keine Ahnung, also es soll ein Tauschmittel sein, angeblich. Es soll ein Wertaufbewahrungsmittel sein. Das zweifle ich bei unserem heutigen Geld sehr an. Und Genau. es soll ein Wertmaßstab sein. Würde ich mal anzweifeln, dass er das präzise zumindest ist. Ja, also es hat immer geheißen, die Phönixer haben das Geld erfunden. Also wir haben in unserer Recherche anderes gefunden, aber Geld ist tatsächlich sozusagen im Ursprung ein Wertspeicher gewesen. Aber wir alle wissen ja, und vor allem auch die Zuhörer von Jungle Drum Radio, dass seit 1971 unser goldgedecktes System, was vorher gut funktioniert hat, das nicht mehr ist. Seitdem haben wir weltweit ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und Papiergeldsysteme neigen nun mal dazu, erstens zu kollabieren, zweitens durch Politiker maßlos ausgenutzt zu werden und drittens natürlich ist das ungedeckte Papiergeld nur gedeckt durch Vertrauen. Und dieses Vertrauen wird ja seit Jahren von den Notenbanken, aber auch von der Politik mit Füßen getreten. Und mich wundert es überhaupt noch, dass die Menschen noch an diese Papierfetzen glauben, ja, also in Dollar, Euro oder Pfund Scheine. Und das ist schon eine Meisterleistung, die man hoch anerkennen muss. Also die Notenbanken haben das System schon mehrfach vor dem Crash gerettet, dadurch, dass man halt immer dieses Vertrauen zementiert hat. Aber irgendwann wird dieses Vertrauen nun mal schwinden, weil die Menschen merken, es ist nur ein Versprechen in die Zukunft, es ist nur eine Wette auf die Zukunft, dass mir in 2, 3 Tagen oder 2, 3 Jahren irgendjemand einen gewissen Gegenwert für dieses Stückchen Papier gibt. Und ich war jetzt auf einer Messe in Stuttgart auf der Invest, und das ist ganz lustig, die Deutsche Bundesbank hat da verteilt so
zerschnittene Euroscheine in so kleinen durchsichtigen Päckchen. Und da waren zwischen 1.000 und 5.000 Euro drin, klein gehäckselt, die einfach aus dem Verkehr gezogen worden sind. Und da muss man sich auch mal das vor Augen führen. Das heißt praktisch, der Materialwert von diesen Papierschnipseln tendiert wahrscheinlich gegen Null. Ja? Und mit dem Bundesbankgold zum Beispiel würde das die Deutsche Bundesbank natürlich niemals tun. Ja? Aber das zeigt einfach ganz deutlich diesen Wert dieses Euros und dieses Kunstgeldes auf. Und das möchten wir den Leuten halt auch im Buch nochmal klar darlegen, was ist Geld eigentlich, wozu wurde Geld geschaffen, und wir sollten Geld definitiv für die Zukunft neu definieren, was es ist, weil momentan hat Geld nicht den Charakter, den es eigentlich haben sollte, nämlich ein vertrauenswürdiger Geldspeicher, der gedeckt ist durch Werte, durch Rohstoffe zum Beispiel, aber auch durch Vertrauen. Weil das wurde seit Jahren und seit Jahrzehnten von der Politik und von den Notenbanken ausgehöhlt, permanent. Jetzt ist es so, dass die privaten Banken und auch zum Teil die Zentralbanken sich sehr schöne und imposante Geldtempel in die großen Städten der Welt gesetzt haben. Wenn wir zurückgehen in der Geldgeschichte, so landen wir auch wieder beim Tempel, oder? Absolut. Wenn man sich die Banken anschaut, die vor 100 Jahren gebaut worden sind, dann sind die schon sehr, sehr pompös, kathedralenartig, fast schon wie eine Kirche. Die erinnern auch an die griechischen Tempel mit Säulen und alles sehr, sehr wuchtig und mächtig. Und es war ja auch gewollt. Und man sagt ja nicht umsonst, das sind die Banken sind die Kathedralen des 21. Jahrhunderts. Und wenn man heute in jede kleine deutsche Stadt geht, ne, an jedem Marktplatz sind in bester Lage Banken, aber auch jetzt in der Zwischenzeit Versicherungen ansässig, weil sie halt einfach mächtig sind. Geld regiert die Welt, ne? Das ist nicht ungefähr so. Und aus diesen Gründen hat sich ja auch seit 2008 nichts geändert. Die Banken machen weiter wie, also die großen internationalen Konzerne natürlich machen weiter wie zuvor, weil Geld nun mal die Welt regiert. Ja, ich möchte mal daran erinnern, alle Staaten der Welt haben Schulden, müssen Staatsanleihen verkaufen. Und zu 99% werden diese Staatsanleihen aufgekauft von der Finanzbranche. Und so wird nämlich Schuh aus der ganzen Kiste. Und aus diesem Grund hat sich seit 2008 auch nichts geändert. Denn alle Politiker der Welt sind bei Banken und Versicherungen verschuldet. Und aus dieser ungesunden Abhängigkeit konnte sich noch kein Staat befreien. Und deswegen hat sich auch nichts geändert. Und ja, das haben wir im Buch ja schön dargestellt. Also es ist eigentlich so eine Art Co-Abhängigkeit bei Alkoholikern. Ne? Der eine ist Alkoholiker und der andere jetzt dann mehr oder weniger auch. Jetzt ist die Frage, wer ist hier der Alkoholiker? Der Staat, sind es die Versicherungen, die dann auch die Bonds kaufen? Sind es die Banken? Sie brauchen einander ja alle untereinander. Genau, es ist eine Zweckgemeinschaft, eine destruktive Zweckgemeinschaft zwischen Politik, Notenbanken und also Wirtschaft und vor allem natürlich der Geldbranche. Und die muss durchbrochen werden, weil ansonsten wird es immer destruktiv sein, immer zerstörerisch und immer auf Kosten der Bürger ausgespielt werden. Und ich sage dir ganz klar, meine Meinung, Alkoholiker ist der Staat, sind die Politiker, weil die ständig Schulden machen, weil die ständig Wahlversprechen abgeben, die nicht finanzierbar sind. Und die werden halt finanziert über Schulden. Und wir alle wissen, wenn du als Privatperson bei der Bank einen Kredit aufnimmst, dann bist du Gläubiger, Schuldner der Bank, Entschuldigung, und die Bank ist Gläubiger. Und wer bestimmt, wo es lang geht? Schuldner oder Gläubiger? Naja, also ich glaube schon, dass derjenige, der die Schulden hat, durchaus den ein oder anderen Hebel in der Hand hätte, wenn er denn wollte. Aber im Grunde genommen ist das so, dass derjenige, dem ich etwas schulde, mir sagt, wo es lang geht, ja. Genau, der Gläubiger bestimmt immer, wo es lang geht. Ja, jetzt zumindest individuell. Wenn ich das als Privatperson bin, dann stimmt das wohl. Wenn es ein ganzer Staat ist, wie zum Beispiel Griechenland, dann sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Und ich glaube, da lassen die sich durchaus über den Spieltisch ziehen. Unter Wert. Ja, also apropos Griechenland. Wir haben es ja gesehen, also Griechenland hätte ja durchaus die Möglichkeiten gehabt, auch vor allem wurde dann eine Regierung gewählt vom Volk, die eigentlich das Gegenteil machen wollte, wurde aber dann auch vom Geld, vom Kapital wird er sozusagen unter die Knute der Troika oder der Institution gebracht und ist jetzt wieder auf Spur, ne? Also deswegen haben wir am Buch auch erkennen müssen oder in der Analyse festgestellt,
dass es egal ist, ob da eine linke, rechte oder mittlere Partei am Strang sitzt, weil im Endeffekt Geld regiert die Welt. Da hat die Politik nichts zu melden. Und deswegen glaube ich nicht, dass irgendein politisches System, egal welche Couleur, sich irgendwann mal den Mut und den Willen aufbringt, sich gegen das Kapital zu wehren oder gegen die Geldbranche. Das würde mich überraschen. Deswegen haben wir im Buch auch ganz klar festgestellt, von oben wird es keine Veränderung geben. Die Veränderung kommt immer von unten, von den Menschen. Also muss der Wagen total gegen die Wand rasseln und dann kann. Befürchte ich nach wie vor, ich meine, wir geben die Hoffnung nicht auf. Du weißt ja, du kennst mich, ich bin ein lebensbejahender, optimistischer Mensch und die Intention dieser Bücher ist es ja auch, die Menschen aufzuwecken, aufzuklären. Aber wir brauchen mündige Bürger und unsere Mitmenschen sozusagen zu sensibilisieren für dieses Thema, weil Leidtragende werden wir alle sein. Aber ich befürchte doch, dass es sozusagen erst das Kind in den Brunnen fallen muss, bevor man sich mit den wirklich wichtigen Themen auseinandersetzt. Und es ist nun mal das Grundübel, das Geldsystem, die Schere Geldschöpfung, ja, die Notenbanken etc. Aber davor wird sich freiwillig nichts ändern, weil wir hatten ja 2008 einen beinahe Crash, einen fast finanziellen GAU. Aber das Beben war wohl nicht groß genug damals oder der Crash, weil nach kurzer Zeit, als die Börsen wieder gestiegen sind und die Märkte sich beruhigt haben und die Banken einigermaßen verarztet waren mit Milliarden und Billionen an Steuergeldern, hat man so weitergemacht wie zuvor. Und die Nachbeben spüren wir bis heute. Ja, und die Krise ist nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, ich möchte es nochmal erinnern, die Krise wurde lediglich mit viel billigem Geld überdeckt und in die Zukunft verschoben. Es hat sich nichts geändert, ganz im Gegenteil. Wir haben eine Schuldenkrise und diese Schuldenkrise wurde noch einmal verstärkt, weil wir hatten ja eigentlich erst einmal Schulden bei den Banken und die wurden dann verstaatlicht und das Ganze dann noch mal verdoppelt. Genau, also wir sind jetzt bei 200 Billionen. Seit 2008 haben sich die Schulden weltweit verdoppelt und wir haben lediglich alte Schulden mit immer neuen Schulden bezahlt. Und deswegen ganz klar, es wird eine Finanzmarktblase mit einer neuen Finanzmarktblase abgelöst und die Schulden werden immer nur wieder sozusagen weitergegeben, um das ganze Geldkarussell und dieses nachweislich gescheiterte Wirtschaftssystem am Leben zu erhalten. Darum geht es. Lebensverlängernde Maßnahmen. Ich habe es damals schon so erwähnt, das ist ein Patient, der liegt eigentlich auf der Intensivstation, ist de facto präfinal. Es gibt kein Heilmittel, weil würde es ein Heilmittel geben, dann hätten uns die Notenbanken und die Politik dies doch schon längst präsentiert. Aber das Einzige, was passiert, es wird Morphium verabreicht, um die Schmerzen zu lindern und der Patient vegetiert vor sich hin, ist aber dem Tode geweiht, weil es gibt kein Medikament. Weil ich möchte auch wiederholen, Griechenland ist auch ein schönes Beispiel. Griechenland hat zum dritten Mal das gleiche Medikament verabreicht bekommen. Die haben über 300 Milliarden bekommen. Ja, wobei wir wissen ja alle, Griechenland hat das Geld nicht bekommen. Es haben die Banken bekommen in Frankreich, in Deutschland, in England, in den USA. Aber wenn dieses Geld wirklich nach Griechenland geflossen wäre, hätten wir da keine horrenden Arbeitslosenzahlen, hätten wir nicht eine Industrieproduktion auf dem Niveau von 1978, sondern würde es dem Land erheblich besser gehen. Aber Fakt ist, in der Realität ist es so, wenn ein Medikament auf den Markt kommt und es wirkt nicht, dann wird es vom Markt genommen. Wenn es sogar noch schädliche Wirkung hat, ja, oder Nebenwirkungen hat, dann wird es definitiv verboten. Aber hier wird immer wieder das gleiche Medikament verabreicht. Vielleicht in der stillen Hoffnung, dass der Patient irgendwann stirbt. Ja, aber lass uns doch vielleicht noch mal den Ball aufnehmen mit den Tempeln und dem Kult und Griechenland. Weil sehr viel, was heute Geld genannt wird, hat seinen Ursprung damals, so sagen wir mal 600 vor Christus. Ja, genau, bei den Lydern, also das ist, heißt ja immer, ne, also die Phönixer hätten das Geld erfunden, die haben das Alphabet vielleicht erfunden, aber nicht das Geld. Aber das Geld tatsächlich war, also wurde gegründet, so, man schätzt so 680 bis 644 vor Christus, und das waren die Lyder, ja. Und wer natürlich auch bekannt ist, ist Krösus, vielleicht sagt es noch dem einen oder anderen was, ne? Der hat tatsächlich das Münzgeld erfunden. Dann gibt es noch den Midas, ne? Und Dionysos, der Gott. Also da gab es sozusagen verschiedene Komponenten, die da reinfließen, aber nachweislich wurde das Münzgeld tatsächlich da erfunden, vor allem also von Krösus. Und den kennen wir ja alle, ne? Wer ist Krösus? Derjenige sozusagen, der in Geld badete, und damals war es halt Münzgeld. Ja, und das Münzgeld kommt im Grunde genommen da ins Spiel, wo das Naturalopfer nicht mehr in den Tempel gebracht wird, sondern ein Symbol. Genau, schönes Beispiel.
das möchte ich auch kurz dem Zuhörer erklären. Es gab damals immer Opfergaben für die Götter, um die Milde zu stimmen. Ja, das ist so wie aktuell die Märkte. Ja, da wird auch immer wieder Geld sozusagen zu den Märkten getragen. Das Opfer ist das Geld oder wir Steuerzahler, um die Märkte zu beruhigen. Und damals war es halt so, um die Götter zu beruhigen, hat man halt zum Beispiel ein Schaf, eine Ziege, im schlimmsten Fall sogar Menschen geopfert, um die Götter milde zu stimmen. Und irgendwann hatte man da so keine richtige Lust mehr und hat sich da versucht rauszukaufen, indem man einfach Geld gegeben hat, ne? Also Münzgeld zum Beispiel sozusagen, ja. Es war natürlich auch einfacher zu transportieren auf den Märkten, ne? Also mit diesen Scheinchen oder Versprechen mit Münzen, statt ja die Schafe zu jonglieren, dass man einfach auch eine andere Wertaufbewahrungsmöglichkeit hatte. Und da war halt dann das Geld sozusagen praktisch. Und man hat dann lieber sozusagen das Geld geopfert als das lebende Lamm oder das Schaf und so weiter. Und das macht sich ja zum Beispiel die Kirche bis zu heutigen Tagen zu eigen, dass man sich von seinen Sünden loskaufen kann, was ja auch ein geniales Geschäftsmodell ist, ja, dass man sozusagen an das schlechte Gewissen der Menschen pocht und sich da freikaufen kann von Schuld und Sühne. Und ist ja auch ein sehr erfolgreiches Business-Konzept seit 2000 Jahren. Und ja, deswegen wurde sozusagen das Geld unter anderem erfunden, um die Opfergabe zu umgehen. Ja, aber ihr sprecht ja auch davon, dass es diesen Schuld und die Entschuldung durch das Geld, diesen Aspekt gab es schon in Babylon. Und auch im Talmud wird darüber ja gesprochen. Ja, ja, das ist einfach menschenbedingt. Das ist unabhängig von der Religion. In allen Kulturen, ja, kann man das finden. Und ob das jetzt Juden sind oder Christen oder auch Moslems, ja, es ist überall das Gleiche. Also dahingehend kann man sich natürlich auch mal fragen, inwieweit die Religion da bestimmend ist oder ob das einfach nur ein geniales Geschäftskonzept ist. Die Geldschöpfung durch private Einheiten, durch die Bilanzverlängerung gibt es ja auch schon länger. Das ist auch nichts seit heute. Und im Wesentlichen gibt es aber heute zwei Arten von Geld, nämlich das Bargeld der Zentralbanken und das Giralgeld der privaten Geschäftsbanken. Und das Bargeld, das muss gerade einiges in der Öffentlichkeit einstecken. Also da geht so eine gewisse Art Negativkampagne über das Bargeld hinweg. Warum? Ja, also das hat was mit der Zinspolitik zu tun und natürlich, also es wurde uns ja immer erzählt, es gibt jetzt einen Krieg gegen das Bargeld und der 500-Euro-Schein wird ja jetzt sozusagen ab 2018 eingezogen, weil anscheinend kriminelle Steuerhinterzieher und Terroristen damit nur hantieren, aber das ist natürlich Nebelkerzen. Ja. Und das kann man auch jedem Zuhörer nochmal ganz klar machen, lassen Sie sich nicht verunsichern oder hinters Licht führen, es geht natürlich selbstverständlich nicht um Terroristen, ne, sondern es geht eher darum, den Bürger zu überwachen. Es geht um Entmündigung, um Kontrolle. Und alles andere sind Nebelkerzen, um uns zu verunsichern, weil die Politik natürlich gnadenlos weiß, in der Angst bevorzugt der Mensch immer Sicherheit vor Freiheit. Und dahingehend muss man natürlich sagen, es gibt momentan eine Initiative gegen das Bargeld oder dass man das Bargeld abschafft, weil wir haben jetzt momentan Nullzinsen. Ja? Und wenn wir Negativzinsen bekommen, dann ist der Mensch ja nicht blöd, der kann ja rechnen und irgendwann wird er merken, Mensch, es kommt mich ja günstiger, das Geld sozusagen ins Schließfach zu legen oder unter die Matratze zu stopfen, statt auf dem Konto zu lassen. Und das hatten wir in der Schweiz schon gesehen, dass wir schon die ersten Pensionskassen dazu übergegangen, das Geld abzuheben von den Konten und in bar ins Schließfach zu legen, weil es sich günstiger kommt, als die minus 0,25 Strafzinsen zu zahlen. Und um das zu umgehen, wird natürlich dann, wenn es einen Negativzins gibt und JP Morgan zum Beispiel spricht für Europa von einem Negativzins von 4-5% per anno, ja, dann muss das Bargeld verboten werden. Das ist die logische Schlussfolgerung, ansonsten haben wir einen Bankenrun. Und jetzt werden natürlich irgendwelche Bösewichte an den Pranger gestellt, warum es nur zu unserem Besten ist, dass wir das Bargeld abgeben müssen, weil es ist ja schmutzig und kostet nur Geld und nur Terroristen hantieren damit. Aber mir konnte noch kein Politiker und auch kein EZB-Mann erklären, warum denn dann die Mafia oder die ISIS nicht auf 50 Euro oder 100 Euro umsteigt, wenn der 500-Euro-Schein nicht mehr zur Verfügung steht. Da konnte noch keiner irgendwie eine verständliche Antwort darauf geben. Und aus diesem Grund, es geht natürlich nicht um diese vorgeschobenen Gründe, sondern um den anderen Grund wie Enteignung und Entmündigung und Überwachung der Bürger und um die
Installierung, Implementierung eines Negativzinses, um die Kosten der Krisen weiter auf die Bürger abzuwälzen. Ja, und wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann ist die absolute Kontrolle bei den privaten Banken gegeben. Perfekt, genau. Dann haben wir praktisch den feuchten Traum der Stasi, davon hatte die Stasi immer geträumt sozusagen, 2.0, komplette Überwachung, ja. Und dann geht ja oft die Meinung durch die Lande, ja, aber wir haben doch nichts zu verheimlichen etc. pp. Ja, aber nochmal, also Bargeld ist definitiv Freiheit und wir leben in der Demokratie und es muss nicht alles überwacht werden und ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch, der bar bezahlt, als Steuerhinterzieher ist, ja, oder ein Konto in Panama hat. Wir haben ja gesehen bei den Panama Papers, das sind eher dann die Politiker wie Cameron oder irgendwelche anderen Ministerpräsidenten aus anderen Ländern. Und dahingehend muss auf jeden Fall eigentlich für den Bargelderhalt gekämpft werden. Und auch wenn Herr Schäuble sagt, er kennt niemanden, der Bargeld abschaffen will, dann muss ich doch laut lachen, weil er kennt doch bestimmt Kenneth Rogoff, ja, er kennt doch bestimmt Larry Summers, immerhin ehemaliger Kollege aus den USA, US-Finanzminister, ja, oder William Buiter von Chefvolkswirt der Citigroup etc. Also es gibt einige Befürworter, die gegen das Bargeld natürlich Politik machen und die das Bargeld abgeschafft haben möchten. Und JP Morgan ist ja auch jetzt keine kleine Klitsche um die Ecke, sondern einer der größten Investmentbanken der Welt. Und wenn die sagen, ja, bei 4-5% Negativzins kann man das System noch ein bisschen am Leben erhalten, aber dann muss das Bargeld auch abgeschafft werden, weil sonst wird irgendwann auch der letzte Mann im Elsass oder in der Eifel auf den Nenner kommen, dass das Geld auf dem Konto erstens nicht mir gehört, ja, es gehört der Bank, zweitens ich haften muss und drittens noch enteignet werde und noch zahlen muss dafür und dann wird spätestens dann derjenige zur Bank gehen und sein Konto leeren. Ja, in eurem Buch habt ihr einen ganzen Katalog an Forderungen und eine ist die Erhöhung der Eigenkapitalquote der Banken. Da möchte ich gar nicht mal so sehr drauf eingehen, aber es gibt da einen Vorgang in der Schweiz, den ihr beschreibt aus dem Jahr, glaube ich, 2008. Mit der Credit Suisse, Eigenkapital und Geldschöpfung aus dem Nichts. Kannst du das mal erzählen? Das ist ziemlich lustig. Ja, also wir sind ja fast vom Glauben abgefallen. Wir wissen ja alle, dass Banken mit Notenbankgeld, also mit jedem Euro, der aufs Konto einbezahlt wird, in echtem Geld sozusagen aus dem Nichts Geld schöpfen können durch die Mindestreserve, die momentan in Europa 1% ist bei der EZB. Also wenn man 1 Euro einzahlt, dann kann die Bank 100 Euro aus dem Nichts schöpfen, ne? Und für dieses Luftgeld bekommt sie trotzdem noch Zinsen, was ja schon an sich das achte Weltwunder ist. Und das ist diese sogenannte Chiralgeldschöpfung. Aber die Credit Suisse hat natürlich noch was viel Genialeres geschafft. Die hat den Vogel abgeschossen. Und es ist ein kurzer Absatz, den würde ich einfach gerne kurz vorlesen, direkt aus dem Buch, um das Ganze zu vereinfachen. Wie krank das Finanzsystem ist, beweist auch ein absurdes Vorkommnis in der Schweiz. Neben fantastischer Natur und erstklassigem Käse haben die Eidgenossen, besser gesagt die Credit Suisse, die Magie für sich entdeckt. Bekanntlich müssen die Banken seit der Finanzkrise 2008 ihren Eigenkapitalanteil erhöhen. Die Credit Suisse entschied sich dafür, sich selbst Eigenkapital zu schaffen, und zwar aus dem Nichts. Offenbar frei nach dem Motto, wenn wir Geld aus dem Nichts schöpfen können, warum nicht auch Eigenkapital? Der Zaubertrick funktioniert folgendermaßen. Die Credit Suisse vergab an arabische Investoren einen Kredit in Höhe von umgerechnet rund 9 Milliarden Euro. Dafür mussten lediglich 2 Buchungen in der Bilanz vorgenommen werden. Auf der Aktivseite wurde der Betrag als Forderung eingestellt. Auf der Passivseite wurde eine Kundeneinlage in gleicher Höhe verbucht. Die Bank konnte sicher sein, dass die arabischen Investoren das Geld nicht abrufen werden, weil diese sich verpflichtet hatten, dafür neu geschaffene Vorzugsaktien der Credit Suisse zu erwerben. Zu diesem Zweck war lediglich eine weitere Buchung nötig, unter Kennern Passivtausch genannt. Die Kundeneinlage wurde umgebucht in die Position Eigenkapital und so einfach funktionierte diese äußerst fragwürdige Aktion. Und das ist der absolute Hammer. Also wirklich, ich habe es zweimal überprüfen müssen. Wir mussten die Quelle nachprüfen. Wir haben mit verschiedenen Steuerfachmännern und Experten gesprochen und Bilanzbuchhaltern. Aber es ist tatsächlich so, die Credit Suisse kann sogar Eigenkapital jetzt aus dem Nichts schöpfen. Und das sieht man, wie komplett aus den Fugen die ganze Finanzwelt geraten ist und mit welchen desperaten Mitteln man versucht, sich überhaupt noch über Wasser zu halten. Also wer jetzt nicht begreift, dass das Ganze eigentlich nur noch auf Pump und auf Sand und auf irgendwelchen Tricks und Manipulationen aufgebaut ist, dem ist nicht mehr zu helfen, weil das schießt wirklich den Vogel ab.
Jetzt ist ja eure These in dem Buch, dass wir einer völlig falschen Wirtschafts- und Finanzwirtschaftspolitik hinterherhecheln. Was wären denn Anreize für ein richtiges Verhalten? Also uns war es einfach wichtig, auch im Buch konstruktive Lösungsvorschläge aufzubereiten, vorzuschlagen, die auch Brüssel und Berlin verstehen kann. Und es ist nicht viel nötig, ne? Also anfangen müssen wir natürlich beim Girard-Geldsystem. Also wir müssen die Girard-Geldschöpfung der Privatbanken wegnehmen. Das ist wirklich das A und O. Wir müssen uns verabschieden von diesem ständigen Wachstumswahnsinn. Ja? Es gibt in einer limitierten Welt kein stetes Wachstum, also kein exponentielles Wachstum. Wir können nicht ewig wachsen. Und es sind Zyklen. Wir haben Zyklen erkannt. Ja? Also wir haben Kontra hier vorgestellt, wir haben die kurzen und die langen Zyklen vorgestellt. Und die Welt ist durchdrungen von Zyklen. Das müssen wir anerkennen. Es ist Teil der Natur. Wenn wir sehen, es gibt den Zyklus Tag und Nacht, ja, hell, dunkel, Leben, Tod, etc., Frühjahr, Sommer, Winter und so weiter. Und genauso ist es mit der Wirtschaft. Es gibt Boom, Rezession, Boom, Rezession. Es ist wie ein Pendel. Und aus diesem Grund müssen wir diese Zyklen endlich anerkennen und uns zunutze machen. Und anfangen müssen wir halt dahingehend, dass wir sagen, okay, das größte Problem, das größte Übel, was immer wieder zu Krisen führt, sind nun mal die Privatbanken und vor allem die Girard-Geldschöpfung, die Notenbanken etc. Und da müssen wir ansetzen. Aber natürlich auch die Politik, der ständige Wachstumswahn, der Billigwahn, ja, die Steueroasen und dieses ganze Bild haben wir versucht zusammenzufassen und dieses Buch zu gießen. Und was ich jetzt momentan höre von vielen Seiten, ist, es ist uns wirklich gelungen, es ist eine Art Meilenstein, dass wir es endlich mal geschafft haben, das alles in ein Buch zu pressen, die ganzen Probleme, die da sind, und die kann man auch ausmerzen. Das sind drei Großbaustellen, die wir angehen müssen, und die sind machbar. Nur sind wir davon überzeugt, dass natürlich die Politiker und die Protagonisten in der Wirtschaft, aber auch bei den Notenbanken, da gar kein Interesse daran haben, weil die ja Profiteure des jetzigen Systems sind und keiner sägt auf dem Ast, auf dem er sitzt. Ja, wir hatten jetzt ein wenig gerade technische Schwierigkeiten, deswegen haben wir einen Schnitt gemacht. Der Marc ist jetzt am Mobilfon mit uns verbunden und wir machen dann mal weiter. Beim Blick in euer Buch hatte ich den Eindruck, ihr bräuchtet ja eigentlich öfters mal den Staat mit im Boot. Zum Beispiel seid ihr Advokaten des Vollgeldsystems. Und ihr wollt aber dann auf der anderen Seite auch den privaten Geldbanken das Geldschöpfungsprivileg aus der Hand nehmen. Und da frage ich mich, könnt ihr das eigentlich mit dem Staat machen, wie er heute da ist? Eigentlich könnt ihr es nicht. Und wollt ihr, dass demnächst der Verfassungsschutz bei euch auf der Matte steht? Das wäre Ja, das ist eine gute Frage. Also Fakt ist, wenn man die Recherche macht, mit den jetzigen Politikern, ja, wie wir es auch nennen, der Negativauslese, die wir da haben, und ich meine nicht nur die Frau Nahles, ist kein Staat zu machen, ja, um es mal ganz einfach auszudrücken. Mit denen wird sich nichts ändern. Das heißt, wir brauchen tatsächlich neue Politiker, tugendhafte Politiker, die dem Menschen dienen und die auch eine Verantwortung tragen und nicht diejenigen, die wir momentan haben, Berufspolitiker, die meisten durch Negativauslesen nach oben gespült, die nur an ihre Posten, an nächste Wahl denken. Damit ist kein Pott zu machen, zu gewinnen und auch kein Staat zu machen. Und damit brauchen wir auf jeden Fall ein neues Politikersystem. Und ja, vielleicht rufen wir zu einer Art Revolution auf, aber wir sind Freunde der Demokratie und Anhänger davon. Vielleicht müssen wir so wie 1989 einfach auf die Straße gehen und den Druck im Kessel erhöhen. Ja? Ansonsten wird sich auch nichts ändern. Also von oben wird es keinen Wandel geben. Die werden am Status quo bis zum bitteren, teuren Ende festhalten, werden auch den Karren gegen die Wand fahren, wenn es sein muss, weil ausbaden werden wir ja, die Bürger das müssen. Und wir hoffen halt, dass es wie 1989 in Leipzig läuft, nicht wie 1789 in Paris mit Robespierre und was weiß ich, ne? Aber ja, also wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir werden mit den momentanen Politikereliten, die sich von der Realität entfernt haben, die die Realität auch ignorieren, die im Elfenbeinturm leben und nur noch runter regieren und mit den Normalbürgern nichts mehr zu tun haben, werden wir keinen notwendigen Wandel, tiefgreifenden Wandel hinbekommen. Das ist so. Und da bin ich einfach Realist.
ja, und da sind wir beide Realisten und haben das auch so erwähnt, und alles andere wäre Lug und Trug und unseriös zu sagen, dass wir da noch irgendwie was ändern können mit denen. Also weder die CDU oder was weiß ich, die SPD etc. wird da irgendeinen Mandel herbeiführen, weil Geld regiert die Welt, Punkt aus. Wir haben es ja vorhin schon im Gespräch erwähnt, warum das so ist. Ja, aber ihr seid eine Bedrohung in gewisser Weise, ja, weil das Kapital, was diese Menschen ja auch haben, ist das ist die Ignoranz anderer Leute. Ihr informiert sie doch. Ja, also darum geht es ja auch. Es geht ja immer um Brot und Spiele. Das ist seit tausenden von Jahren bewährt, und natürlich sind wir ja wahrscheinlich der Stachel im System und auch unangenehm. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum wir nicht so viel Medienpräsenz haben wie vielleicht andere, ja, weil wir einfach zu kritisch sind und zu deutlich machen, was schief läuft, und zu verständlich das runterbrechen. Das war auch immer die Intention unserer Bücher, dass wir die komplexen Thematiken so einfach herunterbrechen, dass es jeder verstehen kann. Ja, also wirklich, dass wir die Masse erreichen und nicht nur irgendwelche Akademiker oder Interessierten und Finanzexperten, weil wir alle haben mit dem System zu tun, wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun, aber die wenigsten wissen, wie es funktioniert. Und dahingehend gebe ich dir durchaus recht, sind wir natürlich schon eine Gefahr. Und wenn wir mal verschwinden sollten, dann wisst ihr, in welche Richtung ihr vielleicht recherchieren müsst. Aber wie gesagt, ich bin ja lebensbejahend und optimistisch. Ich hoffe halt und ich glaube an das Gute im Menschen, und ich glaube auch an die Menschen, sonst würden wir nicht diese Bücher schreiben und Vorträge halten und versuchen, das System positiv und friedlich zu verändern. Ja? Und wenn es möglich ist, auch demokratisch. Und ja, aber Brot und Spiele, wie gesagt, funktioniert hervorragend. Und ich habe es immer wieder erwähnt, also Politiker hat uns ja auch schon gesagt, ein uninformiertes Volk ist einfacher zu regieren mit informiertes Volk. Und deswegen werden wir ja immer wieder beschäftigt behalten, dass wir halt im Hamsterrad rennen, dass wir funktionieren, aber ja nicht aufmucken und irgendwie kritisch Gedanken äußern. Ja, als letzte Frage vielleicht, wenn du die Stimmung per se im Land nimmst, die Stimmung dann nochmal insbesondere bezüglich der Flüchtlingssituation in Europa und hier in Deutschland, und dann noch in Rechnung setzt, dass die Krise ja eigentlich noch nicht so richtig begonnen hat. Wir haben ja über das Auge des Hurricane gesprochen. Was für Gedanken kommen dir denn dann? Du, nichts geschieht ohne Grund, ja. Man muss sich immer fragen, cui bono, ja? Warum ausgerechnet jetzt? Und wir haben es im Buch ja auch versucht darzustellen, wie es zu diesen Flüchtlingsströmen kommt. Ja, das sind wir auch natürlich, hat jeder seine Teilschuld daran. Ja, wir wollen alles billiger haben. Es soll immer billiger werden, immer besser, immer toller. Ja, und man muss sich nicht wundern, wenn man dann für 6,99 Euro bei Primark eine Hose kauft, ja, dass am anderen Ende der Welt dafür natürlich entweder jemand arbeitet, der kaum was davon verdient oder bekommt, der davon nicht leben kann, oder vielleicht sogar Kinder dafür arbeiten müssen in Sklavenhaltung, ja. Und nur damit wir billige T-Shirts haben oder ein Billigregal oder irgendwas anderes günstiges. Also unser Billigwaren schürt es natürlich. Und irgendwann werden die Menschen sich halt auf die Reise machen, weil sie auch eine Zukunft wollen, und werden halt dann aus ihrer Perspektivlosigkeit ausbrechen und werden dann dahin gehen, wo halt noch Wohlstand ist, ja, und das ist halt momentan zu erkennen. Also neben den Kriegsflüchtlingen sind halt auch viele Wirtschaftsflüchtlinge unterwegs, und das ist verständlich leider, ja, weil wie uns geht es nur so gut, weil es denen so dreckig geht, ja, das ist halt so, ja, weil wir immer mehr Kapital absaugen und immer weniger zahlen, und die Märkte sind ja auch gnadenlos. Es ist ja so, die Textilbranche haben wir auch dann im Buch aufgeführt, die wandert halt von einem Land zum nächsten, ja, und wenn das Land teurer wird, dann spuckt man alles aus und reist weiter. Momentan ist das günstigste Land zum Beispiel für die Textilindustrie nicht mehr Bangladesch oder Vietnam, jetzt ist es Äthiopien, weil da kostet halt das humane Kapital noch weniger wie in Bangladesch, ja, nämlich fast gar nicht. Und wenn Äthiopien dann die Preise erhöhen sollte, dann geht es halt weiter mit der Karawane ins nächste Land, wo es noch günstiger ist. Ja? Und das haben wir im Buch auch aufgeführt, dass dieser Billigwaren zu diesen perversen Entwicklungen führt, ne? Weil gerade die Unternehmen, die da unter menschenunwürdigen und fragwürdigen Maßnahmen produzieren lassen, um unsere Billigkultur am Leben zu erhalten, sind auch die Unternehmen, die lustigerweise auch kaum Steuern zahlen oder Steuern vermeiden. Ja? Also das ist ja paradox an sich oder pervers. Und
Wir hatten es vorhin auch kurz erwähnt, ich möchte es nochmal wiederholen, wir werden ja immer mehr zu kostenlosen Angestellten der großen multinationalen Konzerne und wir merken es gar nicht. Das ist ja auch ein brillanter Schachzug der Konzerne oder der Unternehmen. Wir müssen selber Pfandflaschen abgeben in Supermärkten, wir müssen anstehen, um unsere Pakete abzuholen bei der Post, wir müssen Online-Banking machen, wir müssen noch dafür zahlen, wir müssen an Flughäfen oder auch bei IKEA selber die Produkte einsetzen. Scannen und bezahlen. Wir müssen an den Flughäfen das Gepäck aufgeben und noch das Klebeband drumherum machen, auf Bandstellen. Es wird immer mehr wegrationalisiert und immer mehr werden wir in die Pflicht genommen als kostenlose Arbeiter der großen Konzerne, was wirklich also betriebswirtschaftlich natürlich ein genialer Schachzug ist. Aber wir merken es gar nicht. Wir machen es freiwillig. Es wird uns noch verkauft nach dem Motto, hey, sei individuell. Aber im Endeffekt geht es einfach darum, dass die immer reicher werden und wir immer mehr im Hamsterrad rennen und nicht mehr beschäftigen können mit kritischen Themen. Weil wir gar keine Zeit mehr haben, ne? Weder noch kritische Bücher lesen, noch deine Webseite angucken können, noch irgendwie Jungle Drum Radio anzuhören, weil einfach keine Zeit mehr da ist in dieser kurzen Zeit, die uns noch sozusagen verblieben ist, weil das Hamsterrad sich immer schneller dreht und das ist gewollt, ne? Weil, wie gesagt, ein uninformiertes Volk ist einfacher zu regieren wie ein informiertes Volk und dass ja keine negativen oder kritischen Gedanken aufkommen. Ich hoffe trotzdem, dass einige Leute die Zeit finden werden, euer neues Buch in die Hand nehmen zu können. Ich wiederhole noch einmal, es ist beim Eichborn Verlag erschienen und heißt Kapitalfehler, wie unser Wohlstand vernichtet wird und warum wir ein neues Wirtschaftsdenken brauchen. Ich danke dir für dieses Gespräch, Marc. Gerne, jederzeit wieder, Lars. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe den Zuhörern natürlich auch. Ich hoffe das auch und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei beim Jungle Drum Radio und bis dahin verbleibe ich mit einem Glück auf.